Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie bei der Preisverleihung der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur ganz, ganz herzlich begrüßen. Wir alle wissen, Lesen ist eine wesentliche Grundlage für Bildungserfolg und ein Schlüssel zur gesellschaftlichen Teilhabe. Das Lesen von Büchern vermittelt nicht nur Lese- und Schreibkompetenz, Bücher helfen Kindern und Jugendlichen auch, Menschen und die Welt besser zu verstehen, sie aus einer anderen Perspektive zu sehen. Damit fördern sie Empathie und Fantasie. Und sie versetzen Kinder in die Lage, das eigene Leben und ihre Beziehungen zu Menschen zu gestalten. Die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendliteratur widmet sich seit über 40 Jahren deren wissenschaftlicher Erforschung. Mit Tagungen, Ausstellungen und Fortbildungen schlägt sie wichtige Brücken zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit. Ich konnte mich ja vor Ort immer auch schon wieder mal informieren. Und mit innovativen Auszeichnungen und Veranstaltungsformaten setzt sie sich für eine zeitgemäße Förderung der Kinder- und Jugendliteratur ein. Ich möchte allen Beteiligten herzlich danken, die sich auch unter den besonderen Umständen in diesem Jahr die heutige Preisverleihung ermöglichen, insbesondere dem Präsidium, den Laudatorinnen und Laudatoren, den Jurys, den vielen Helferinnen und Helfern sowie dem St. Michaelsbund und MK Online. Ganz herzlich danken möchte ich auch dem Bezirk Unterfranken, der Stadt Volkach sowie Paul Maar persönlich und dem Bayernwerk für die Stiftung des Preisgeldes. Den diesjährigen Preisträgern möchte ich meine große Anerkennung aussprechen. Heinz Janisch gratuliere ich zur Ehrung mit dem großen Preis der Akademie für sein literarisches Gesamtwerk. Zum Volkacher Taler beglückwünsche ich herzlich die beiden Preisträger Heidi-Marie Brosche und Kaspar Spinner. Ebenso herzlich gratuliere ich Dieter Zipfel zum Paul Maar Preis für junge Talente, den sie für ihren Roman »Wie Wahnsinn, mir die Welt erklärte«, toller Titel, erhält. Herzlichen Glückwunsch zu Ihren tollen Leistungen und den mehr als verdienten Preisen. Herzlichst, Ihr Bernd Siebler. Herzlich willkommen bei der Verleihung des Paul-Maar-Preises Corbinian, der Volkacher Taler sowie des Großen Preises 2020 der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur. Angesichts der Corona-Pandemie und des Teil-Lockdowns war es uns nicht möglich, die Preise persönlich und im Kreise aller Freunde und Bekannten im festlich geschmückten Schelfenhaus im mainfränkischen Volkach, dem Sitz der Akademie, zu überreichen. Wir freuen uns aber sehr, dass der Autor und Träger des Großen Preises, Uwe Michael Gutschan und Claudia Maria Pecher, für Sie heute live aus der Blackbox des Münchner Medienhauses St. Michaelsbund in München die Verleihung der Akademiepreise 2020 begleiten dürfen. Und nicht von ungefähr ist das heutige Datum als Tag der Verleihung ausgewählt worden. Allüberall in Deutschland wird heute der bundesweite Vorlesetag gefeiert. Grund zum Feiern haben bei uns heute Dieter Zipfel mit ihrem Buch »Wie der Wahnsinn mir die Welt erklärte«, die Autorin und Leseförderexpertin Heidemarie Brosche sowie der Literaturdidaktikprofessor Dr. Dr. Kaspar Spinner. Und last but not least der österreichische Schriftsteller Heinz Janisch, dem in diesem Jahr der Große Preis der Akademie für sein Gesamtwerk in der Kinder- und Jugendliteratur zuerkannt wird. Einen wunderschönen Abend wünschen Ihnen jetzt Dr. Claudia Maria Pecher und Uwe Michael Gutschan. Vor rund 10 Jahren haben Paul Maar und ich den Paul-Maar-Preis Corbinian als Preis für junge Talente ins Leben gerufen. Michael, du selbst hast von der Akademie 2018 den Großen Preis bekommen und du kennst das, wie das mit den Preisen ist. Wie wichtig sind Preise in der Literatur und wie war das vor 2 Jahren für dich? Man fühlt sich ja zunächst mal unendlich geehrt. Schreiben ist eine sehr einsame Tätigkeit. Man sitzt alleine, man überlegt alleine, ob die Dinge so richtig sind, ob man sie anders machen müsste. Manche Leute stellen die Frage, sind die Texte richtig für die Zielgruppe? Diese Frage sollte man nicht stellen, sondern schreiben. Aber das Entscheidende, plötzlich wahrgenommen zu werden und nicht nur einfach wahrgenommen zu werden, indem man ein Buch
verlegt und es in der Buchhandlung steht, das bleibt ja dann zunächst mal auch anonym. Also wer kauft das Buch? Aber beim Preis ist es so, da kommt jemand, ruft einen an, schreibt einem einen Brief und sagt, du hast den großen Preis der Volkacher Akademie gewonnen. Oder was auch immer. Und dieser Moment des Wahrnehmens, ich bin gesehen worden, ich bin mit meiner Arbeit wahrgenommen worden, ist, glaube ich, für jeden Autor, für jeden Künstler, Illustrator ein ganz wichtiges Phänomen. Natürlich kommt hinzu, dass man einen Preis ja auch mit einer Geldsumme verbindet. Aber ich glaube, überhaupt diese Anerkennung ist etwas ganz, ganz Zentrales. Und insofern durch nichts zu ersetzen, außer durch Publikum bei Lesungen, die einem ja auch ganz viel Resonanz geben. Wahrgenommen wurden bei uns in diesem Jahr vor allem 5 Bücher aus dieser riesigen Auswahl an eingesendeten Büchern von Verlagen. Und Dr. Jana Mekota, Vorsitzende der Jury, erklärt uns, wer das Rennen gemacht hat. Liebe Claudia, liebe Nominierte, liebe Dieter Zipfel, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer weltweit, auch ich möchte Sie zur diesjährigen Preisverleihung herzlich begrüßen und unsere Nominierung für den Paul Mahr Nachwuchspreis Corbinien vorstellen. Gleichzeitig werde ich Ihnen dann auch unsere Preisträgerin Dieter Zipfel vorstellen, die diesen wunderbaren Kinderroman veröffentlicht hat, wie der Wahnsinn mir die Welt erklärte. Und wie dieser Wahnsinn so aussieht, das werden Sie am Ende erfahren. Beginnen möchte ich alphabetisch mit Anne Becker, die mit Die beste Bahn meines Lebens einen Kinderroman geschrieben hat, der an der Schwelle steht zur Jugendliteratur. Erzählt wird in wechselnden Perspektiven von der Akzeptanz der eigenen Schwächen und der ersten Liebe. Dabei vermischt Anne Becker virtuos und authentisch die beiden Perspektiven, kombiniert Diagramme, Infografiken und Texte miteinander. Pembo, halb und halb macht doppelt glücklich, ist ein Kinderroman, der uns von Pembo erzählt. In der Türkei geboren, hat sie das Leben an der Küste genossen und muss entsetzt feststellen, dass ihre Eltern plötzlich nach Hamburg ziehen möchten. Dort regnet es, dort ist es kalt und grau. Das, was zunächst so beginnt mit all den Problemen, wird nach und nach zu einer spannenden Geschichte erzählt, in der wir erfahren, wie das Leben zwischen den Kulturen ist. Und genau diesen Aspekt begegnet die Autorin Ayşe Bosse mit einem Augenzwinkern. Duscheartige Illustrationen ergänzen auf eine wunderbare Art und Weise die Geschichte und tragen zu einer besonderen Stimmung bei. Warmherzig wird von der alten, aber auch von der neuen Heimat erzählt. Es geht um einen Neubeginn, aber auch um Heimweh, alte und neue Freundschaften. Ganz anders erzählt Verena Hochleitner in den 3 Räuberinnen, die in einem Mehrfamilienhaus leben. Und aus diesem Mehrfamilienhaus wird plötzlich ein Zauberwald voller Räuberhöhlen, voller Räuberinnen, die ihr Unwesen treiben und von einer Höhle zur nächsten ziehen. Immer wieder streut Hochleitner kleine Gags und Verweise ein, die selbst die erwachsenen Leserinnen und Leser erfreuen dürfen. Es ist ein räuberisches Lesevergnügen, das sie uns hier bietet, sowohl im Text als auch im Bild, das die kindliche Fantasie auf eine wunderbare Art und Weise feiert und sich im Text und Bild ergänzt. Stefa Quitterer schreibt mit ihrem Roman Weltverbessern für Anfänger über freche und sympathische Figuren, über eine kluge Hauptfigur, die an dem Wettbewerb Weltverbesserer für Anfänger teilnehmen möchten und die Bewohner eines Altersheims erfreuen möchten. Damit erzählt sie von den Begegnungen zwischen den Generationen, von der Lieblosigkeit in Heimen, pointiert, mitunter ironisch, werden Fragen nach Gerechtigkeit gestreift, ohne sich in Plattheiten zu verlieren. Sprachlich und thematisch hat sie sicherlich einen neuen Ton im Jugendroman aufgenommen. Unser Gewinnertitel, wie der Wahnsinn mir die Welt erklärte.
Im Mittelpunkt steht eine 13-Jährige, die einfach nur genervt ist. Von ihrem Zuhause, dem neuen Freund der Mutter und von ihrer Mutter selbst. Sie sehnt sich nach dem früheren Leben, als die Mutter noch mit einer Freundin zusammen war. Und irgendwie hat sie das Gefühl, die Welt um sich verändert sich und Lucy will einfach nur weg. Das Wegkommen ist nicht einfach, wenn man zu wenig Geld hat. Und sie überlegt sich, wie sie Geld verdienen kann und kommt zu einem Herrn, der sehr schrullig ist, wo sie angeblich Hunde sitten soll und dann doch alles ganz anders wird. Klug, sensibel und humorvoll erzählt Dieter Zipfel von der Phase zwischen Kindheit und Jugend, von den Wirrungen der ersten Liebe, den Veränderungen im Leben, vom Verlust und Abschied, der Suche nach Wahrheit und vielleicht auch etwas Neuem. Dafür wählt sie ein ungewöhnliches, ein starkes Figurenensemble, eine einzigartige Sprache voller Ironie sowie schräge Illustrationen, die der Geschichte immer wieder neue Perspektiven eröffnen. Die Illustrationen stammen von Rahn Flickering und ergänzen den Text auf eine wunderbare Art und Weise, in der sie Geschichten weitererzählen, in der sie uns Zeit lassen, sich mit dem Text auseinanderzusetzen und sich auch erneut die Illustration anzuschauen. Der Roman ähnelt einer Achterfahrt. Man ist mit dabei, wie Lucy das alles erlebt. Man spürt ihren Wunsch, ihre Wünsche. Man möchte ihr helfen. Und gleichzeitig werden hier auch wieder neue Akzente in der Kinderliteratur gesetzt, die temporeich und sehr innovativ sind. Und damit beglückwünschen wir auf diesem ungewöhnlichen Wege Dieter Zipfel, freuen uns sehr über den Roman, den sie uns geschenkt hat und hoffen einfach auf weitere schöne Bücher. Ich danke Ihnen. Wollen wir hören, was Paul Maar, der Initiator und Namensgeber des Preises, dazu zu sagen hat? Die Idee zum Paul Maar Nachwuchspreis kam bei uns in einer Autofahrt. Es saßen im Auto Claudia Pecher, die jetzige Vorsitzende vom Arbeitskreis für Kinder- und Jugendliteratur, der Professor Franz, der damalige Vorsitzende, und ich, Paul Maar. Und wir unterhielten uns über den Nachwuchs und dass etwas für den Nachwuchs getan werden sollte, für junge Schriftstellerinnen und junge Autoren. Und wir kamen auf die Idee, einen Preis auszuloben und ich erklärte mich bereit, den auch finanziell zu unterstützen. Und dann war schnell der Name gefunden, Paul Maar Nachwuchspreis. Und jetzt suchten wir ein Maskottchen, so ähnlich wie es beim Deutschen Jugendliteraturpreis die Momo gibt. Suchten wir einige Zeit und dann kamen wir auf die Idee, den Bären Corbinian zu nehmen. Deswegen habe ich also einen Entwurf gemacht. So meinte ich, könnte der Bär aussehen. Und damals dachten wir noch, vielleicht kriegt dann der Preisträger, die Preisträgerin einen Stoffbären. Und er schien uns dann doch ein bisschen zu weich, zu wenig haltbar. Und dann gab es eine junge Bildhauerin und die hat tatsächlich so diesen Preis gemacht, so sieht er jetzt aus. Und was ich so erstaunlich finde, sie muss das ja jedes Mal neu, der ist nicht gegossen, sie muss es jedes Mal neu aus Holz schnitzen und tatsächlich sehen fast alle Preise genauso aus wie der hier. Es gibt keinen Unterschied. Ich gratuliere Dieter Zipfel ganz herzlich zum Paul Maar Nachwuchspreis, den sie, wie ich finde, zu Recht gewonnen hat. Ich lese mal vor die Begründung der Jury. Dieter Zipfels Roman, Wie der Wahnsinn mir die Welt erklärte, ist ein Roman, der sich literarischen Schubladen entzieht und immer wieder überrascht. Allein schon den Inhalt zusammenzufassen ist schwer. Zipfel zeigt ein ungewöhnliches und starkes Figurenensemble. Im Mittelpunkt steht die fast 13-jährige Lucy sowie Herr Klinge, an dessen Tür das Mädchen klingelt in der Hoffnung, seinen Hund ausführen und so Geld verdienen zu können. Doch das klappt nicht, denn Herr Klinge hat trotz einer Anzeige keinen Hund, sondern sucht jemanden, der seine Kochrezepte aufschreibt.
Und diese sind ungewöhnlich. Es gibt den Rösti des Lebens und des Sterbens oder einen Liebestrank namens Herzschab. Lucy lässt sich darauf ein, trifft regelmäßig Herrn Klinger und schreibt die Rezepte nieder. Neben dieser ungewöhnlichen Beziehung lernt man aber auch Lucy besser kennen und erlebt, dass ihre Probleme dem normalen Wahnsinn Heranwachsender entsprechen. Sie ist einfach genervt von ihrem Zuhause, von dem neuen Freund der Mutter und von ihrer Mutter selbst. Klug, sensibel und humorvoll erzählt Dieta Zipfel von der Phase zwischen Kindsein und Jugend, von den Wirrungen der ersten Liebe, den Veränderungen im Leben sowie der Suche nach Wahrheit. Dabei spielt Herr Klinger eine wichtige Rolle, dem trotz oder wegen seiner speziellen Art Lucy viele Dinge, der trotz oder wegen seiner speziellen Art Lucy viele Dinge beibringt und zeigt, dass man unterschiedliche Möglichkeiten hat, sein Leben zu leben und sich nicht immer an dem orientieren muss, was die Eltern oder Freundinnen sagen. Für ihren ersten Roman wählt Zipfel eine einzigartige Sprache voller Ironie und man merkt die Lust des Spiels mit der Sprache, die die Autorin nur so versprüht. Hierzu kommen die schrägen Illustrationen, die der Geschichte weitere Perspektive eröffnen und auch zum Text gehören, beziehungsweise die gezeichneten und handgeschriebenen Kochrezepte. Ein Roman, der einer Achterbahn ähnelt, voller schräger Einfälle ist und neue Akzente setzt. Temporeich und innovativ. Soweit die Begründung der Jury. Dem ist weiter von meiner Seite aus nichts hinzuzufügen, außer mir hat der Roman ganz außerordentlich gefallen. Und ich habe ihn gleich meiner Tochter Anne weitergegeben, die vor kurzem zu Besuch war und fragte, was könntest du mir empfehlen, was soll ich lesen? Und deshalb kann ich das Buch gar nicht zeigen. Es ist jetzt bei Anne, aber da in guten Händen. Dankeschön. Danke. 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 Wir gratulieren Dieta Zipfel zu ihrem wunderbar schrägen Roman über den scheinbar ganz normalen Wahnsinn Heranwachsender und überreichen ihr den Corbinian 2020, der so wunderbar geschnitzt wurde von Elisabeth Gump nach einer Vorlage einer Zeichnung von Paul Maar. Außerdem dürfen wir von der Akademie Faber-Castell den Stift, den perfekten Bleistift überreichen, in der Hoffnung, dass die Preisträgerin noch viele neue Bücher und Erzählungen für uns schreiben wird. Außerdem ein wunderbarer Unterstützer dieser Initiative ist Raimund Gozel, ein Unternehmer. Er meldet sich zu Wort und seine Grüße aus Regensburg wollen wir gerne hören. Liebe Frau Dr. Pecher, lieber Paul Maar und liebe Gäste, weitermachen. Keine Pause machen. Vielleicht ist das sogar ein bisschen das Motto in dieser besonderen Zeit. Ja, die Pandemie, sie schränkt uns ein, aber sie macht uns beim besten Willen nicht handlungsunfähig. Dass der Corbinian unter diesen Umständen verliehen wird und dass er eben keine Pause macht, das ist ein Zeichen besonderer Wertschätzung für unsere Nachwuchsautorinnen und Autoren. Und ich darf Sie, lieber Paul Maar, und ich darf natürlich auch die Akademie für Kinder- und Jugendliteratur herzlich zu dieser Entscheidung beglückwünschen. Die gesellschaftlichen Einschränkungen dieser Zeit haben einen Nebeneffekt. Denn in gewissem Sinne spült diese Zeit Gewohnheiten weg. Und eine Gewohnheit ist vielleicht diejenige, dass wir glaubten, Kunst und Kultur, das Angebot an Unterhaltung
ist einfach da. Und das ist es eben nicht. Und gerade die Geschichten mit den Autorinnen und Autoren und in deren Büchern ja letztlich eben auch Generationen bereichert werden, das ist eben wirklich etwas ganz Besonderes. Die heutige Auszeichnung von Nachwuchsautorinnen und Autoren verstehe ich deshalb eben auch als ein Zeichen besonderen Danks und besonderer Wertschätzung dafür, was sie tun. Und liebe Autorinnen und Autoren, Sie tatsächlich bereichern diese Gesellschaft und wir als Gesellschaft, wir brauchen Sie. Weitermachen ist auch in gewissem Sinne das Motto des gesamten gesellschaftlichen und kulturellen Engagements des Bayernwerks. Und eigentlich verleihen wir ja den Paul-Mahr-Preis auch gemeinsam mit unserem Kinderbibliothekspreis. Der Kinderbibliothekspreis ist in diesem Jahr in kleinen Gruppen vor Ort verliehen worden. Der Paul-Mahr-Preis wird jetzt hier eben auf virtuelle Art und Weise verliehen. Und auch dieses virtuelle Verleihen wird stattfinden, was unseren Kulturpreis Bayern angeht. Einshaber haben eben all diese Dinge miteinander gemein. Dass diejenigen, die Preisträgerinnen und Preisträger, das bekommen, was sie verdienen. Wertschätzung und Anerkennung und einen ganz besonderen Dank. Und das zu tun, das dürfen wir uns von Corona auch nicht nehmen lassen. In diesem Sinne gilt mein Dank allen Organisatoren und natürlich auch allen Nachwuchsautorinnen und Autoren. Und mein Glückwunsch an die Preisträgerin, an Dieter Zipfel. Ich wünsche Ihnen einen guten Verlauf der heutigen Veranstaltung und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Jahr auch wieder sehen. Und ich wünsche Ihnen allen, dass Sie weiterhin gesund bleiben. Passen Sie auf sich auf. Voller Ironie, schräger Bilder, spürbare Lust an der Sprache, eine Art Achterbahn begründet die Jury unter anderem die Wahl des Buches »Wie der Wahnsinn mir die Welt erklärt« von Dieter Zipfel. Für dich als Autor, Lyriker und Übersetzer, lieber Michael, welche Bedeutung kommt denn dem Spiel mit Bildern und Sprache in der Literatur und vor allem auch in der Leseforderung zu? In der Kindheit ist man offen für alle Elemente der Sprache, für das Spiel mit der Sprache, für das Erfinden von Sprache, das Neuentdecken von Sprache. In einer Zeit, in der das Gespräch reduziert ist, in dem das Kommunizieren sich beschränkt auf Kurzformen, sei es in WhatsApp-Form, sei es gar in der Twitter-Form, ist das Zeigen, was man mit Sprache alles tun kann, unendlich wichtig als Erfahrung überhaupt für Kinder, dass Sprache mehr ist als Fakten benennen, dass ich mit Sprache Welt erfinden kann, dass ich mit Sprache die Welt auf den Kopf stellen kann, dass ich sie ad absurdum führen kann, dass ich zeigen kann, es gibt eine andere Welt neben der Welt, die wir täglich sehen. Wenn ich das alles mit der Sprache tun kann und nur die Sprache ermöglicht mir das, und wenn ich das vermitteln kann an Kinder, dann ist mir um die Fantasie der Kinder nicht bang. Da, wo Sprache nicht als Element des Spiels vermittelt wird, da habe ich Angst für die nachfolgenden Generationen. Ja, liebes Publikum, da sind wir auch schon mitten in der Vergabe der Volkacher Thaler 2020, deren Verleihung in diesem Jahr ein Jubeljahr darstellt. 1980, 4 Jahre nach Gründung der Akademie, war relativ schnell klar,
dass wir eine Verdienstmedaille für Wissenschaftler, für Vermittler, für Kinder- und Jugendbuchmacher machen müssen, ins Leben rufen müssen, um dem vielfältigen Engagement in der Kinder- und Jugendliteratur gerecht zu werden. Als Partner der ersten Stunde war immer die Stadt Volkach an der Seite und so auch in diesem Jahr. Hier also ein wunderbarer Gruß aus Volkach von unserem Bürgermeister Heiko Bäuerlein. Ein herzliches Grüß Gott aus der Weinstadt Volkach. Als erster Bürgermeister unserer schönen Weinstadt darf ich Sie auf diesem Wege recht herzlich grüßen. Ich befinde mich hier im alten barocken Schelfenhaus von Volkach von 1719. Und dieses Schelfenhaus hat sehr viel mit Literatur zu tun. Zum einen befindet sich hier die Geschäftsstelle der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur unter der Leitung von Dr. Claudia Pecher. Herzliches Grüß Gott, Frau Dr. Pecher. Und hier in diesen alten Räumen befindet sich auch die gerade frisch renovierte Stadtbücherei von Volkach. In der renovierten Leseecke sitze ich gerade in der Bibliothek und über uns befinden sich alte historische Festsäle, in denen immer die Preisverleihungen der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur stattfinden. Leider heuer nur virtuell. Und bei den Preisverleihungen wird auch der Volkacher Taler verliehen, seit rund 40 Jahren an 73 Personen mittlerweile. Und diese schwere Silbermünze zeigt einmal auf der Vorderseite unsere Visitenkarte unserer Stadt, die Marktplatzansicht mit dem Rathaus, dem Marktbrunnen und der Stadtpfarrkirche. Und auf der Rückseite findet sich das Logo der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur. Und diese Volkacher Taler werden heuer an zwei renommierte Persönlichkeiten wieder vergeben. Zum einen an den Literaturdidaktiker Professor Kaspar Spinner und an die Lehrerin und Kinderbuchautorin Heidemarie Brosche. Beide Taler gehen in die Nähe von Augsburg. Auf diesem Wege möchte ich mich für diesen Einsatz zugunsten der Literatur für Kinder und Jugendliche recht herzlich bei Ihnen bedanken. Und ich freue mich, dass Sie diese Auszeichnung bekommen. Und ich hoffe, wir sehen uns demnächst bald auch mal persönlich. Auf diesem Wege herzliche Grüße aus der Weinstadt Volkach, aus dem Volkacher Schelfenhaus und bleiben Sie gesund. Mit den Preisträgern Heidemarie Brosche und Professor Dr. Dr. Kaspar Spinner haben wir uns direkt natürlich Corona-konform in Augsburg getroffen. Wir im Vorstand der Akademie waren uns einig, wenn jemand Leidenschaft, Herzblut und praktische Vermittlungskenntnisse für die Kinder- und Jugendliteratur auf herausragende Weise vereint, dann ist das nur eine, Heidemarie Brosche. Du weißt nicht nur aus deiner 40-jährigen Tätigkeit als Lehrerin an der Haupt- und Mittelschule, was Kinder und Jugendliche an Lesestoff brauchen. Du setzt dies auch kreativ und authentisch mit deinen Texten und Schulprojekten um. Dein Augenmerk gilt stets dabei den Bedürfnissen und Möglichkeiten junger Menschen. Darauf stimmst du deine Texte inhaltlich und sprachlich ab, um die jungen Leserinnen und Leser in ihrer Lebenswirklichkeit abzuholen. Als Lesebeauftragte der Schillerschule in Augsburg hast du dein Talent nicht einfach nur in den Dienst der Leseförderung gestellt, sondern jungen Menschen, ja ganzen Familien, man könnte sagen im schillerschen Geist, die Schönheit der Literatur, deren Bedeutung und Möglichkeiten nahegebracht, bis hin zu Schillers eigenen Texten in neuem Gewand. Schon vor rund 10 Jahren haben wir uns genau hier in der Stadtbücherei getroffen, um dein Buchprojekt Heaven, Hell and Paradise auszuzeichnen. Ein Buch, das du gemeinsam mit deinen Schülerinnen und Schülern erstellt hast. Ich kann mich nur gut erinnern, wie stolz die Familien, Mütter und Väter auf ihre Kinder waren. Ein Erlebnis, das zu einem regelrechten Lesefest wurde. Liebe Heidi, dies alles und noch viel mehr gilt es zu würdigen. Dafür danke ich dir im Namen der Akademie von ganzem Herzen. Wir hoffen, dass du noch viele schöne Projekte für uns in der Schublade hast. Und so überreiche ich dir im Namen der Akademie für deine Verdienste für die Kinder- und Jugendliteratur und für die Leseförderung den Volkacher Taler im Jahr 2020. Herzlichen Glückwunsch. Ja, liebe Heidi,
darf ich dir auch die Urkunde überreichen im Namen der Akademie und den Volker Hatala, stellvertretend für Heiko Bäuerlein, der Bürgermeister der Stadt Volkach. Vielen Dank. Ich bedanke mich herzlich und ich freue mich sehr über diese Auszeichnung. Vor allen Dingen deshalb, weil sie das Augenmerk auf die richtet, die mir so wichtig sind. Auf die Leseförderung von Kindern und Jugendlichen, die eher lesefern groß werden, wo es zu Hause oft keine Bücher gibt, keinen Lesestoff, keine Lesevorbilder. Es wird ihnen nicht vorgelesen. Und genau die, das habe ich oft genug erlebt, werden dann eben auch zu schwachen Lesern, wenn man nichts macht. Und ihr Lese-Selbstkonzept wird immer schlechter, was ich persönlich ganz, ganz schlimm finde. Sie sagen dann nämlich, ich bin kein Leser oder Lesen ist nichts für mich. Und ich bin eben der Meinung und ich habe den Eindruck, das wird jetzt hier auch wertgeschätzt und es freut mich so sehr, dass man sich den Bedürfnissen dieser Schülerinnen und Schüler, dieser Kinder und Jugendlichen in besonderer Weise widmen muss, dass man die auch sehen muss, diese Bedürfnisse, und sich dann darauf einstellen muss, um sie zu erreichen. Und ich denke, dann ist tatsächlich noch was zu machen. Wenn man aber die Schulzeit verstreichen lässt, ohne sie fürs Lesen zu gewinnen, dann sind sie in meinen Augen fürs Lesen verloren. Und das ist bitter für sie selbst und für die Gesellschaft. Und das ist mir einfach ein Herzensanliegen, das immer wieder unter die Leute zu bringen. Und ich freue mich so sehr, dass die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendliteratur mir da jetzt die Auszeichnung gegeben hat, die, wie ich denke, tatsächlich auch da jetzt ein bisschen drauf zeigt auf dieses Thema. Vielen, vielen Dank. Professor Dr. Dr. Hans-Heino Evers hat die Laudatio auf Kaspar Spinner verfasst. Wir hören gerne seine Begründung. Die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendliteratur verleiht den Volkacher Taler 2020 an Kaspar Spinner, den ehemaligen Professor der Universität Augsburg. Sie ehrt damit einen Literaturdidaktiker, der Kinder- und Jugendliteratur über Jahrzehnte hinweg eine besondere Aufmerksamkeit geschenkt hat. Er ist mit der Geschichte dieser Literaturart sehr vertraut und mit Grundlagenartikeln zur Didaktik der Kinder- und Jugendliteratur hervorgetreten. Seine besondere Zuneigung gilt dem Märchen, dessen vielfältigen Bildungswert er immer wieder betont hat. Pädagogische Strenge und bildungselitäres Gehabe sind Kaspar Spinner fremd, wie auch alle wissenschaftlichen Hahnenkämpfe seinem ausgleichenden Wesen zuwider sind. Seine Begeisterung für Märchen und für Kinderliteratur überträgt sich ganz unaufdringlich auf seine Zuhörer. Ein liberalerer, freundlicherer und liebenswürdigerer Literaturdidaktiker dürfte kaum anzutreffen sein. Für die Kinder- und Jugendliteratur hat sich Kaspar Spinner große Verdienste erworben. Ich lasse Ihnen die kleine Kurzlaudatio mit drin. Ja. In der Urkunde haben Sie eine kleine Urkunde. Und den Taler aus Volkach, der vor allem sehr schön unsere Stadtsilhouette zeigt und hinten das Logo der Akademie. Ja, also ich danke sehr herzlich für die Verleihung dieses Preises. Ich danke dem Kollegen Evers, ich danke der Akademie, ich danke Ihnen, Frau Pecher. Es ist für mich wirklich eine große Freude, eine solche Ehrung entgegenzunehmen. Ich denke am heutigen Tag zurück an meine Hochschullehrertätigkeit, bei der ich die Kinder- und Jugendliteratur immer wieder auch in besonderem Maße berücksichtigt habe. In besonderer Erinnerung ist mir die Donnerstagslesung. Ich habe nämlich jeden Donnerstag eine Stunde lang
aus einer Neuerscheinung der Kinder- und Jugendliteratur vorgelesen in einem relativ großen Hörsaal. Das war gut besucht. Sehr schön fand ich, dass es Studentinnen gab, die sogar ihre Partner, die irgendwo in der Wirtschaftswissenschaft studiert haben, mitgebracht haben, weil sie sagten, du, das musst du auch hören, das ist selbst für dich interessant, mal was zu hören von der Kinder- und Jugendliteratur. Natürlich habe ich mich auch viel beschäftigt mit Kinder- und Jugendliteratur im Unterricht, mit Unterrichtsmodellen, auch Erprobungen in den Praktika mit den Studierenden immer wieder. Insofern ist das für mich schon auch ein Zeichen, dass die Tätigkeit, die ich da ausgeübt habe, auf entsprechendes Echo gestoßen ist. Vielen Dank. Lieber Michael, beide Preisträger, wir kennen Sie beide, haben ein Interesse für die Literaturvermittlung von Kindesbeinen an. Und Michael, du schreibst selber Kindergedichte und arbeitest mit Schulen zusammen. Was sind für dich unabdingbare Bausteine für eine gelungene Leseförderung? Ich habe mal vor vielen Jahren einen Satz gesagt, der einzige Satz, der richtig berühmt geworden ist, nämlich, wenn man Sprache, Literatur wahrnehmen will in der Schule, dann muss man sie lesen, vorlesen. Und bezogen aufs Gedicht habe ich dann gesagt, was kann man machen? Man liest vor jeder oder zu Beginn jeder Stunde, jeder Deutschstunde, ein Gedicht. Unabhängig von dem, ob man in der Folge ein Diktat schreibt, Grammatik macht, eine sonstige Sache im Unterricht macht. Ein Gedicht am Anfang. Und ich garantiere, dass nach dem fünften Gedicht, nach der fünften Stunde, die Kinder fragen werden, wo bleibt das sechste Gedicht? Inzwischen, dadurch, dass mein guter Freund und literarischer Kollege Arne Rautenberg diesen Satz mal in der FAZ zitiert hat, habe ich sehr, sehr viel Resonanz auf diese Überzeugung bekommen. Und die ist absolut einhellig. Und zwar in der Weise, dass alle Lehrer und Lehrerinnen mir geschrieben haben, ja, es war genau so, wie sie, wie du es vorhergesagt hast. Und das Schönste war, als eine Lehrerin aus Regensburg mir irgendwann schrieb, sie war so fasziniert von dieser Idee, dass sie das mit Oberstufengymnasiasten auch gemacht hat. Und es war das gleiche Ergebnis. Das heißt, Literatur zu präsentieren, ohne sie immer in einen Vorgang einzubetten. Also das heißt, in einem Vorgang, in dem etwas mit Literatur gemacht werden muss, in dem Literatur interpretiert werden muss. Wenn man zu Hause ein Buch liest, ganz privat, dann überlegt man ja auch nicht permanent, was wollte der Dichter mir damit sagen, sondern wir gehen einfach davon aus, dass wir Literatur wahrnehmen. Wahrnehmen, zuhören, lesen, sie genießen oder uns dagegen wehren. All dieses kann ich in der Schule auch durch diesen kleinen Happen am Anfang, der dauert nicht mehr als 3 Minuten, wenn es hochkommt, durch diesen kleinen Happen. Und wenn man auf diese Weise aber Erfahrung sammelt, überleg mal, wenn du ein ganzes Jahr jeden Tag ein Gedicht bekommst, rechnen wir die Wochenende und die Sommerferien ab, dann haben wir vielleicht 150 oder 180 Gedichte
kennengelernt. Das ist eine Riesenbibliothek. Und wenn ich das mit anderen Gattungen auch machen kann, umso besser. Das heißt, also Leseförderung ist Leseerfahrung. Und alles andere, was man drumherum machen kann, was man interpretieren kann, wie man Gedichte in Bilder umsetzen kann, in Musik umsetzen kann, alles wunderbar. Aber das Erste und Wichtigste ist, Gedichte oder überhaupt literarische Texte einfach zu hören und wahrzunehmen. Ja, dann haben wir den idealen Preisträger 2020 für deine Überlegungen ja gefunden mit Heinz Janisch, liebes Publikum. Er hält einer der renommiertesten Kinderbuchautoren Österreichs den großen Preis 2020. Bekannt ist Heinz Janisch insbesondere auch für seine Kindergedichte. Michael, welche Rolle spielt denn Kinderlyrik im deutschsprachigen Raum? Natürlich eine begrenzte Rolle. Es ist schön zu sehen, dass in den letzten Jahren und gerade auch in diesem Jahr sehr viele neue Veröffentlichungen mit Gedichten von Einzelautoren auch erschienen sind. Das ist eine große Freude, dass das Gedicht wieder eine Rolle spielt. Das war vor Jahren deutlich anders. Man wünscht sich natürlich, dass das Gedicht, weil es eben Sprachform, Sprachspiel ist, viel mehr ins Bewusstsein kommt. Aber das Gedicht hat natürlich auch den Haken, dass es nicht unbedingt Handlungen hat. Insofern gibt es viele kindliche Leser, die zu Romanstoffen greifen. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Das Gedicht wird immer einen kleinen Raum einnehmen. Aber wenn es diesen Raum einnimmt mit vielen Schattierungen, vielen unterschiedlichen Autoren, die anders schreiben, die jeder auf seine Weise Lyrik präsentieren, der eine lang mit langen Gedichten, erzählenden Gedichten, der andere mit kleinen, pointierten Texten, die mit drei Zeilen ein wunderbares Bild schaffen, dann sind das alles Wahrnehmungen, was in der Sprache möglich ist. Und dieses möchte ich einfach erhalten. Und insofern freue ich mich, dass gerade Heinz Janisch diesen Preis bekommt, weil er ist ein Meister der kurzen Form. Als Meister der kurzen Form, da wären wir natürlich glücklich, wenn du uns ein paar Beispiele geben könntest. Ja, ich habe mir ein paar Sachen rausgesucht, die entweder in seinen Büchern erschienen sind oder die wir miteinander ausgetauscht haben. Und ich denke, ich lese drei kurze Texte, die zeigen, was Gedichte machen, was Gedichte zaubern. Das erste Gedicht hat keinen Titel, keine Überschrift und geht so. Was macht die Maus in der Nacht? Sie gibt Acht. Sie bewacht den Mond und den Elefanten, der dort wohnt. Das zweite Gedicht heißt Heute. Heute sah ich ein fliegendes Pferd. Es ist, wirklich wahr, nicht gelogen, an meinem Küchenfenster vorbeigeflogen. Ich blieb ganz still am Fenster stehen und habe ihm lange nachgesehen. Das letzte Gedicht, der Meerhase.
habe heute einen Meerhasen gesehen, tief unten im Meer. Er wollte auf einem Bein stehen, aber im Wasser geht das schwer. Dann hat er ein Salto gemacht und mir eine Karotte gebracht. Plötzlich war er wieder fort. Das Meer ist ein rätselhafter Ort. Ja, Michael, das war ganz wunderbar, das von dir zu hören. Und ich glaube, da gäbe es viele andere Gedichte noch, die man vortragen könnte. Es ist nämlich gar nicht so einfach, das Werk von Heinz Janisch ins Bild zu setzen und zu erzählen. Einer, der das auf wunderbare Weise sicherlich kann, ist Anne Rautenberg, ein Kinderlyriker, den wir jetzt gerne zuhören. Meiner Meinung nach lässt sich das Werk von Heinz Janisch für die deutsche Kinder- und Jugendbuchszene gar nicht hoch genug einschätzen. Seit über 30 Jahren veröffentlicht Heinz Janisch nun seine Bücher. Sein Werk umfasst 150 Publikationen. Es gibt 100 Übersetzungen seiner Arbeiten und in knapp 20 Sprachen. Und das sind knapp 20 Sprachen. Allein das zeigt, in welcher Dimension Heinz Janisch mit seinem Werk unterwegs ist. Und das quer durch alle Genres. Er schreibt für Erwachsene, er schreibt für Kinder, er schreibt erzählend, hat viele Bilderbücher veröffentlicht. Doch der eigentliche Glutkern des Werks von Heinz Janisch sind seine Gedichte. Er hat viele Gedichtbände vorgelegt, die meisten von Linda Wolfsgruber wunderbar illustriert. Und überhaupt, auch das muss man vielleicht sagen, Heinz Janischs Arbeit ist flankiert von einer Vielzahl wunderbarer Illustratorinnen und Illustratoren. Ich nenne nur mal stellvertretend Helga Bansch und Aljoscha Blau, die auch mit ihrer Arbeit dem Werk von Heinz Janisch viel Kraft verleihen. Ich frage mich, was das eigentliche Wesen, lyrische Wesen seines Schaffens ist. Und da ist vor allem natürlich die sprachliche Ebene. Bereits in der lyrischen Sprache manifestiert sich das Programm von Heinz Janisch. Es ist keine komplizierte Sprache, keine überdrehte, fordernde Kunstsprache, kein Wortgeklingel. Ganz im Gegenteil, diese Sprache zeigt sich sehr offen, einfach und für jeden verständlich. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass in dieser einfachen Sprache keine Poesie möglich ist. Denn Poesie gibt es im Werk von Heinz Janisch nun wirklich reichlich. Ein Beispiel, ein Zweizeiler. Was spielen Schmetterlinge im Regen? Flügel zu und nicht bewegen. Ich mag dieses Gedicht unheimlich gerne. Es ist kurz, es ist weich, es ist leise. Es ist von einer sanften Stimme getragen, von einem leisen Humor, der sich hier einmal wie ein Schmetterling vom Wind weggeweht werden kann, auf einer sprachlichen Ebene, auch von einem Reim mitnehmen und tragen lässt. Und diese Koinzidenz gefällt mir bei diesem Zweizeiler unheimlich schön. Inhaltlich ist das Programm von Heinz Janisch von zwei Ideen getragen. Die eine ist die Idee der Zauberei. Alles ist und bleibt immer möglich, wie im Märchen, ja, eine märchenhafte Stimmung zeigt sich in diesem Werk. Und es ist die Idee der Nächstenliebe. Wir reichen allen die Hand und nehmen uns alle gegenseitig mit. Und diese zwei Programmatiken, die sind so universell, dass sie auf der ganzen Welt geliebt und verstanden werden. Auf die anfängliche Frage, was Heinz Janischs Bedeutung für die deutsche Kinderlyrik eigentlich ausmacht, da kann ich sagen, für mich ist Heinz Janischs Werk ein Brückenkopf, der zwischen der lyrischen Nachkriegsgeneration, ich nenne jetzt mal James Krüss, Josef Guggenmoos oder auch Christine Nösslinger, vermittelt hin zur zeitgenössischen kinderlyrischen Szene, die vielleicht in den letzten Jahren wieder ein bisschen ins Blühen gekommen ist und wieder neu belebt worden ist. Und diese neue Szene hat Heinz Janisch unheimlich viel zu verdanken. Er hat nämlich mit seinen lyrischen Arbeiten gezeigt, dass in der Kinderlyrik nicht alles nur mit Piff, Paff, Puff, mit Zeigefinger schon gar nicht und auch nicht mit irgendwelchem Muff zu tun haben muss, sondern dass man auch mit einer leisen Stimme sozusagen
auf samtenen Pfoten durch die kinderliterarische Welt gehen kann. Insofern freut es mich besonders, dass dieser einzigartige Dichter, der alle, auch gerade Kinder und Jugendliche, in seinem Werk mitzunehmen weiß, der uns so viele schöne Ideen, Gedanken und Träume beschert hat, nun von der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur mit dem großen Preis ausgezeichnet wird. Das ist einfach super. Ich freue mich total für Heinz Janisch. Und lieber Heinz, wir haben uns hier jetzt aufgebaut mit der Meereskulisse. Eben sind hier, es ist ein schöner Novembertag, ein paar Leute vorbeigeschwommen. Hinten fährt die große Fähre ein. Ich weiß, dass dir das Meer auch sehr am Herzen liegt. Du hast viele Meeresgedichte geschrieben. Auch das verbindet uns. Und ja, einen herzlichen Glückwunsch von mir und alles Gute. Liebe Literaturfreunde, ich schicke einen herzlichen Gruß aus dem Süden Österreichs, aus dem Südburgenland. Ich bin hier in der Nähe aufgewachsen, in einem kleinen Dorf. Und jetzt haben wir hier ein Haus, ein altes Bauernhaus, das wir renoviert haben. Und hierher komme ich gern zum Schreiben. Dieser Raum zum Beispiel war früher mal ein Kuhstall. Dieser Tisch war eine Stalltür. Das ist ein guter Ort zum Nachdenken, zum Kritzeln und zum Schreiben. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur, bei der Jury, bei den Verantwortlichen, bei allen Sponsoren. Ich möchte mich bedanken für die Zuerkennung des großen Preises der Deutschen Akademie. Dieser Preis bedeutet mir sehr viel. Das ist eine Wertschätzung meiner Arbeit. Es ist für mich auch eine Ehre, weil ich die Namen der bisherigen Preisträgerinnen und Preisträger gesehen habe und allesamt sind wunderbare Künstlerinnen und Künstler, die mir viel bedeuten. Ich habe da Namen entdeckt wie James Grüss, Josef Guggenmoos, Michael Ende, Miriam Bressler, Kirsten Bohe, Binette Schröder, Paul Maar. Eine beeindruckende Liste, die sich noch fortsetzen ließe. Und es ist wirklich eine Ehre, auf dieser Liste zu stehen. Ein Name auf dieser Liste war für mich als Kind sowas wie eine Zauberformel. Wenn ich diesen Namen in einem Buch gesehen habe, hat es schon in mir gekribbelt und ich habe so eine Vorfreude, so ein Glücksgefühl gehabt. Ich habe gewusst, da versteht mich einer, da habe ich einen Verbündeten. Dieser Name lautet Josef Guggenmoos. Da stand zum Beispiel in meinem Buch zwischen verschiedenen Rechnungen stand ein Gedicht. Ich kannte einmal einen, den wilden Willibald. 10 mal 10 ist 10 zig, behauptete er kalt. Das hat mich zutiefst beeindruckt und beruhigt. Ich konnte nicht rechnen, aber ich wollte auch ein wilder Willibald sein. Oder ich habe ein Gedicht entdeckt. Ich kannte eine Annette, die sprang vom 3-Meter-Brett, die hat sich alles getraut, die hat vor gar nichts gegraut, außer vor Pudding mit Haut. Ich wollte auch mutig und unerschrocken sein und war donnerbar, trotzdem auch ziemlich empfindsam. Also ich habe verstanden, dass da jemand ist, der etwas von mir weiß. Und dann habe ich begonnen, selbst Gedichte zu schreiben. Ich glaube ja, dass Literatur immer ein Anfang ist. Jemand beginnt etwas zu erzählen, beginnt etwas zu zeigen und dann steht da so ein unsichtbarer Doppelpunkt so. Und jetzt bist du dran, jetzt kommen deine Gedanken, deine Ideen. Nach den Gedichten, die ich geschrieben habe, kommen bald Geschichten, weil auch wieder so ein Anfang, wenn ein Märchen geendet hat mit dem Satz und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute, war das für mich eine Einladung weiterzudenken. Wie leben die heute? Was machen die nach der Hochzeit? Und so wurde aus diesem Ende auch ein Anfang, der Anfang einer neuen Geschichte. Heute gehe ich gerne in Schulen, in Bibliotheken, in Büchereien und möchte den Kindern vermitteln, dass Literatur ein Angebot ist. Jemand erzählt etwas. Wie reagierst du? Was würdest du ausprobieren? Ich will auch zeigen, dass man mit Sprache wie einem Material spielen kann. Wir spielen zum Beispiel ein Spiel, ich nenne das Wortdetektiv oder Detektivin. Du schaust dir ein Wort an und entdeckst, wenn du nur einen Buchstaben zum Beispiel wegschiebst, dass dein neues Wort sich versteckt hat. Im Wort steckt ein Ort. Jeder Traum öffnet einen Raum. In der Sprache steckt die Rache. In der Lehre eine Ehre. In Europa steckt der Uropa. Man kann auch Ein-Wort-Gedichte machen. Die Pferde laufen über die Erde. Im Sturm wackelt der Turm. Statt Reis hätte ich gern lieber ein Eis. Eine kleine Korrektur mit Buchstaben und es gibt eine Geschichte. So etwas versuche ich zu vermitteln. Wortdetektive wissen dann, wenn man das Wort Gedicht anschaut, dass das ganz wunderbar ist und sich selbst erklärt. Ich, dich und dicht steckt da drinnen. Ich schreibe etwas für dich in verdichteter Form. Als Germanist habe ich gelernt, dass Paul Celan einmal gesagt hat, jedes Gedicht sucht die
Zuwendung zu einem Du, die Hinwendung an ein Du. Im Wort steckt schon drinnen, ich mache was für dich, ein Gedicht. So etwas probieren wir und dann machen wir zum Beispiel Ich-Gedichte, das bin ich, das kann ich sein, oder wir schreiben Liebesgedichte für dich. Ich möchte aus meinem Buch, ich schenke dir einen Ton aus meinem Saxophon, illustriert von Linda Wolfsgruber, erschienen bei Jungbrunnen, einen kurzen Auszug aus einem langen Ich-Gedicht von mir vorlesen, wo ich einfach alles sein möchte. Das ist der Schlussteil. Ich bin ein Blatt, ein Baum, ein Gedicht. Ich bin ein Riese, ein Zwerg, ein Wicht. Ich bin ein König, ein Bettler, eine Frau. Ich bin eine Maus, eine Wiese, ein Tropfen Tau. Ich bin alles und nichts und das dazwischen. Ich wohne in Burgen, in Höhlen und Nischen. Ich wohne in der Erde, im Himmel, im Zelt. Ich bin da und dort. Ich bin auf der Welt. Bin ich und du, bin sie und wir. Bin eine Trompete, eine Flöte, ein Klavier. Ich drehe mich wie ein Kreisel zu jeder Zeit. Ich komme ganz nahe und gehe ganz weit. Und habe ich 1000 Jahre verbracht, bin ich selbst die längste Nacht. Ich bin der Schlaf, die Morgensonne. Ich bin die Wiege, das Fass, die Regentonne. Ich leuchte heller als der hellste Stern. Ich habe das ganze Leben furchtbar gern. Das Auf und Ab, das Ja und Nein. Ich möchte noch lange am Leben sein. Ja, ich wünsche uns allen, dass wir noch lange am Leben sind und dass wir noch viele Gedichte und Geschichten schreiben und lesen können. Ich möchte an dieser Stelle auch noch einmal ganz herzlich Danke sagen an den Arne Rautenberg, der selber ganz wunderbare Gedichte schreibt. Er hat eine Laudatio auf mich gehalten, die mich zutiefst berührt. Das ist für mich noch einmal ein großer Preis. Von jemand, der selbst um die Sprache weiß, so eine Wertschätzung zu halten, ist eine große Auszeichnung. Also fühle ich mich zweimal ausgezeichnet und reich beschenkt. Vielen Dank. Wenn man im Buch neue Seiten aufschlägt, so wie im Leben, dann bleibt es immer spannend. Ich wünsche uns, dass wir in vielen Büchern, an vielen Tagen und Nächten immer wieder neue Seiten aufschlagen und dass es spannend bleibt. Das Leben ist und bleibt spannend. Danke für den wunderbaren Preis und herzliche Grüße aus dem Südburgenland. Ja, lieber Michael, jetzt normalerweise würden wir zum geselligen Festakt übergehen, ne? Mit dem Frankenwein und der Überreichung der Abzeichen des perfekten Bleistiftes. Darauf hoffen wir, dass der Heinz Janisch nur viele schöne Gedichte schreiben wird und die Urkunde natürlich, das Saalbuch von der Stadt Volkach. Und ja, normalerweise würde auch unser Bezirkstagspräsident Erwin Dozel jetzt eine Rede halten. Gerne hören wir ihm zu. Sehr geehrte Damen und Herren, von Erich Kästner gibt es ein wunderbares Zitat. Wenn ein Kind lesen gelernt hat, entdeckt es eine zweite Welt. Ich glaube, jeder von uns kann sich noch sehr gut an seine Entdeckungsreisen in diese zweite Welt erinnern. Für die einen waren es vielleicht die fantastischen Geschichten aus den griechischen Heldensagen, für die anderen die Welt der Karl-May-Bücher. Später kamen die Romane der Weltliteratur dazu. Für jeden aber begann seine Reise in die zauberhafte Welt der Literatur mit der Fähigkeit des Lesens. Diese Fähigkeit zu fördern, ist für den Bezirk Unterfranken ein großes Anliegen. Wir arbeiten daher sehr gern mit der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur zusammen. Regelmäßig fungiert der Bezirk als Partner bei den verschiedenen Veranstaltungen der Akademie. Wir fördern aber auch die digitale Fortschreibung des Lexikons für Kinder- und Jugendliteratur. Und um noch ein Beispiel zu nennen, mit 5.000 Euro statten wir den großen Preis der Akademie mit einem attraktiven Preisgeld aus. In diesem Jahr geht der große Preis an Heinz Janisch, der in seinen Gedichten und Erzählungen mit zeitloser Leichtigkeit die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen einfängt. Der ebenso renommierte Volkacher Thaler geht mit an Heidemarie Brosche und Professor Kaspar Spinner. Der Corbinian-Palmar-Preis für junge Talente an Dieter Zipfel. Ich darf den Preisträgerinnen und Preisträgern auf diesem Wege ganz herzlich gratulieren. Wie alles im Leben muss auch der Umgang mit Büchern und mit Literatur bei Zeiten erlernt werden. Dazu tragen die Ausgezeichneten ganz entscheidend bei. Und deshalb ist auch die Akademie für Kinder- und Jugendliteratur so wichtig.
Lesen bildet, denn Bücher fördern die Kreativität und den Ideenreichtum. Und nur kreative und fantasievolle Menschen sind zu jenem Erfindungsreichtum in der Lage, den jede Gesellschaft braucht, um voranzukommen. Wir alle brauchen Bücher. Vor allem aber brauchen wir Institutionen, die jungen Menschen hilft, die zweite Welt zu entdecken. Von der Erich Kästner gesprochen hat. Dies leistet die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendliteratur in Volkach in mustergültiger Weise. Dafür danke ich der Akademie im Namen des Bezirkstags von Unterfranken. Ich komme nun zur Preisverleihung. Ich darf die Urkunde überreichen, wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft. Herzlichen Glückwunsch. Ja, nach dieser wunderbaren Laudatio hoffen wir, dass wir jetzt alle guten Gaben wenigstens auf die Post geben können und dass sie gut bei unserem Preisträger in Wien ankommen und er ein bisschen ein Hochgefühl auch aus Volkach bekommt. Einerseits, andererseits, wenn man in diesen Tagen an Wien denkt, dann kommt einem natürlich sehr schnell das Attentat in Erinnerung. Und vielleicht ist es auch eine Möglichkeit, über die Kinder- und Jugendliteratur ein Zeichen der Verbundenheit zu setzen. Hashtag Wir sind bei Wien. Sag mal, Michael, du bist doch Übersetzer und hast viel mit anderen Ländern zu tun. Wie siehst du da die gesellschaftspolitische Aufgabe auch von Kinder- und Jugendliteratur? Was kann die beitragen? Ich glaube, die Kinderliteratur zeigt ja Welten den Kindern, wie leben Menschen in ihren anderen Ländern, in ihrem anderen sozialen Umfeld. Und Kinder begeistern oder fasziniert es zu sehen, wie Menschen in Grönland, in Australien, in Afrika, in Asien leben. Anderes Leben kennenzulernen, ist für Kinder spannend. Ich würde glauben, dass kein Kind von sich aus sagt, das interessiert mich nicht. Das sind Erwachsenengedanken, das interessiert mich nicht. Kinder wissen, dass in jedem anderen Leben ein Stück von ihnen steckt, mit denen sie sich identifizieren können. Und wenn Identifizieren möglich ist, dann kann kein Hass entstehen, weil man sich ja in der Literatur nahe ist. Und wenn das Literatur und Sprache vermittelt, dann denke ich, ist die Kinderliteratur, ohne dass sie didaktisch wird, weil das mögen Kinder nicht, aber sie ist auf dem besten Wege, Solidarität mit den Menschen zu zeigen, egal wo sie leben, egal wie sie leben, egal welchen Glauben sie haben, egal welche Lebensform sie für sich haben. Zu all diesen Themen gibt es viele, viele Bücher, die davon erzählen und die Kinder faszinieren. Und das ist gut so und das muss bleiben. Und das ist die Aufgabe der Literatur, der Verlage, der Buchhandlungen, der Käufer und der Autoren, nicht zuletzt. Ja, vielen Dank für diesen berührenden Impuls und auch gleichzeitig den Appell, den du uns da mitgibst, der aber auch sagt, nochmal um an den Anfang zu kommen, wir sagten, Texte hören, sie werden geschrieben, sie werden gelesen, aber sie werden ab und zu eben auch vertont. Und unser Johannes Oellinger, ein Gitarrist, Sänger aus München, hat sich zur Aufgabe gemacht, immer auch die Gedichte und Texte der Preisträger zu vertonen. Wir freuen uns, was er uns mitgebracht hat. Lieber Herr Janisch und alle anderen Preisträger, herzlichen Glückwunsch und viele Grüße aus dem schönen Volkach.
Heute will ich den Rückwärtsgang gehen, will alles verkehrt herum sehen, will stolpern, stürzen, mich verirren, will mich selber ganz verwirren. Was geschieht da hinter mir? Finde ich auch so zu dir? Wie geht es sich im Rückwärtsgang? Warum ist dieser Weg so lang? Heute will ich den Rückwärtsgang gehen, will alles verkehrt herum sehen, will stolpern, stürzen, mich verirren, will mich selber ganz verwirren. Einfach nur auf dich, führst du mich. Ja, das war doch ein wunderbarer Abschluss mit Johannes Oellinger. Und ich hoffe, wir konnten alle mit dieser kleinen filmischen Reise den Preisträgern, als auch den Laudatoren, den Sponsoren einen Gefallen tun und euch mitzunehmen hier. Wir danken allen, die das wunderbar unterstützt haben. Und Michael, wir hoffen doch, dass wir uns 2021 wieder in Volkach, in unserem wunderbaren Schelfenhaus treffen können. Und darauf wollen wir doch anstoßen oder Corona-konform das Glas erheben. Ja. Bis 2021. Auf alles Gute für Volkach und dass wir den Preis dort feiern können.